müssen wir aber noch mal ganz kurz über den Prüfstand reden. 6000 Umdrehungen haben wir fühlen können. Das ist geisteskrank, oder? Sprint mal weg. Das ist eine geisteskranke Karre. Wunderschönen guten Morgen zu einem neuen Video bei RD48. Heute geht es um unser japanisches Flaggschiff Toyota Supra MK4. Okay. Steht ja einiges an. Wir sind zurück von unserem Schweden-Trip mit Tossi. Da haben wir jetzt einiges vor. Zuerst fangen wir aber damit an, dass wir das Auto jetzt verladen. Denn heute ist Prüfstandstag. Wir wollen endlich mal eine Eingangsmessung machen. Wie ist der aktuelle Stand? Was hat der Motor an Leistung? Und dann sehen wir weiter. Da soll noch einiges folgen. Ist noch einiges geplant. Wir müssen das Auto aber jetzt erstmal verladen. Deswegen Tossi extra nochmal mit dem Hänger vorbeigekommen. Mit dem geschlossenen, ja, damit wir die Karre nicht versalzen. Draußen sind, glaube ich, -6 Grad oder so gewesen die Nacht. Deswegen jetzt aufladen und dann sehen wir uns in der Firma in Kesselsdorf. Wir sind fertig, alles verladen, alles eingepackt, Werkzeug ist zusammen, Kameratechnik eingepackt und jetzt geht's ab in die Firma. Freunde, kurze Unterbrechung. Wir suchen jemand zur Videounterstützung bei uns im Team auf Vollzeitbasis. Aber jemand, der wirklich Plan hat, der weiß, was er macht, der drin ist im Thema, der mit neuen kreativen Ideen uns unterstützen kann, mit uns hier gemeinsam im Raum Dresden. Wir brauchen jemanden, der uns Videos schneidet, der uns aber auch hinter der Kamera begleitet auf unseren wilden Trips quer durch die ganze Welt, immer um das Thema Auto. Wenn ihr Bock habt, bewerbt euch auch gerne bei info@rd48.de. Lasst uns vielleicht ein oder zwei Referenzen zukommen, damit wir schon mal wissen, was ihr auf dem Kasten habt. Angekommen am Büro, jetzt abladen und dann geht's auf die Rolle. Was denkst du? Was drückt die Bude? 300 soll das schon. 300 soll eigentlich mal. Ich habe 320, habe ich geschätzt. Was denn? Da ging schon gut oben rum, muss ich sagen. Ja, Freunde, guckt euch das an. Ja, da war die Mist gebaut. Ja. Da müssen wir auf jeden Fall nochmal ran, aber die waren zum Glück eh schon ein bisschen zerfickt. Ja? Vom Bilsterberg. Ja, das war mein Glück im Unglück, dass die eh schon hinüber waren. Aber hier ist so ein bisschen Schwachtel drin, oder? Da hast du uns wieder ein bisschen Rotz angeboten. Kann das sein? Für das Geld war es ja eh für Export vorgesehen. Halt's Maul. Gut, wir fahren den Schinken raus. DTRS mit 720 PS war, glaube ich, bis jetzt das Stärkste, was wir auf der Rolle hatten. Da werden wir jetzt nicht ganz rankommen, aber vielleicht später irgendwann mal. Zwischenfrage, wie mache ich das wieder aus jetzt hier? Vorteil, Zwischenfrage. An welchen Knopf drücke ich denn jetzt, dass ich wieder ausmache? Santa Maria. Bevor wir jetzt das Auto aufspannen, müssen wir aber noch mal ganz kurz über den Prüfstand reden. Mhm. Willst du mal das Baby zeigen? Es ist einfach nur eine absolute Eins. Ich finde optisch wahrscheinlich einer der schönsten Prüfstände das in Deutschland. Also das ist wirklich absolut sexy geworden. Die Rampen, die sind ein bisschen verhängnisvoll. Ja, da hat sich ungefähr jeder zweite hier schon das Knie verdreht. Hier habe ich übrigens noch mit meinem Bein so drin gehangen und dann umgeknickt und alles kaputt. Ich habe es euch schon geschafft, also. Ja, genau. Aber du hast dünne Beine, du bist durchgerutscht. Bis zur Windel. Sag mal kurz perfekt. Wir können messen bis über 2000 PS. Ja. Ist ein Allrad-Rollenprüfstand. Genau. Komm, wir gehen mal hier ein bisschen rein, dass wir hier ein bisschen was sehen. Ja, was willst du hier kurz? Ihr habt hier schon ein bisschen markiert. Wir haben ja ein, zwei Messungen sind ja schon hier drauf passiert, ne? Genau. Einfach um schon mal ein bisschen ein Gefühl dafür zu kriegen, um das alles mal ein bisschen zu testen und. TTRS habe ich schon gesagt, mit über 700 PS. Genau. Stand schon hier auf der Rolle. Gestern M4, klang auch infernalisch. Also Soundkulisse war wirklich brutal. Da muss ich wirklich bei BMW sagen, das ist schon krank. Sie
sieht schon absolut fett aus. Ich bin mal gespannt, wie es oben im Büro klingt. Auch Rick hat da schon ein paar Mal oben gesessen. Mhm. Der steckt gerade noch im Stau, der ist schon auf dem Weg hierher. So, Front und Heck ist logischerweise auch möglich. Allrad ist möglich. Wir haben hier zwei brutalste Lüfter in der Front. Also, das ist wirklich auch eine Wissenschaft für sich. Man muss dazu sagen, wenn die an sind und hier keine andere Tür irgendwie geöffnet ist, kriegst du von außen gefühlt keine Tür mehr auf. Da herrscht ein Druck hier drinnen. Das ist einfach brutal. Da muss man echt aufpassen, weil es ja hier gefühlt die ganzen Wände auseinander drückt. Einen schönen Bildschirm haben wir hier vorne. Für einen Abstimmer, der dann hier sein Mapping vornehmen kann. Ah, genau. Abgasrohre. Kannst du mal kurz rüberschwenken? Hier. Abgasrohre hier oben. Ja. Und hier drüben haben wir noch so den Wühltisch, der ist relativ unaufgeschwenkt. Ja, zeig mal noch den räudischen Wühltisch hier drüben. Ja, dann hier ist jetzt nicht ganz so wieder Ordnung, aber ganz wichtig, Feuerlöscher. Ja. Wichtigstes Inventar. Ich muss halt dazu sagen, das Tor fällt jetzt noch und die Tür. Also es wurde wirklich schon geschlossen rein. Man muss ja dazu genau, sagen, die Wände sind ja quasi Brand- und Schallschutz. Genau diese Wände hatten wir auch bei Volkswagen im Motorenprüfstand. Also das ist jetzt nichts Billiges. Wisst ihr. Wir werden uns auf jeden Fall noch Gedanken machen, wie das Ganze hier abläuft. Wenn ihr jetzt mal Bock habt, hier was zu prüfen. 150 kostet Allrad, da sind wir hier absolut im Unterfeld mittlerweile. Und 130 Front- oder Hecktriebler. Ja, und heute ist der Tag, wo wir das erste Auto von uns drauf spannen. Ja, in dem Fall Supra MK4, weil wir ja einiges vorhaben. Und da wollen wir natürlich gerne mal eine Eingangsmessung machen, was jetzt die Serientechnik abliefert. Haben wir gerade 102 Oktan getankt, das schon seit mehreren Tankfüllungen. Also eigentlich haben wir beste Voraussetzungen, um heute maximale Leistungen zu erreichen. Juri, mach das nochmal so mit dem Wegziehen, das sah sehr professionell aus. So, jetzt nochmal den Move. Ja. So geil. Wir sind übrigens relativ froh, dass auf der Hinterachse keine Semislicks mehr montiert sind. Wir haben nämlich gehört, Semislicks ganz schlecht für Prüfstand. Ja, die kriegen einfach zu viel Temperatur, wenn man da eine Weile prüft, und dann zerfliegen die ganz gerne. Deswegen zum Glück nur die Toyo Sportreifen drauf. Ich denke, das sollte sehr gut funktionieren. Und jetzt natürlich größte Baustelle, oder was eigentlich mit am wichtigsten ist, ist wirklich das richtige Verzurren auf dem Prüfstand, damit die Kiste hier nicht abhaut und auf die Wand schießt. Rick ist am Start, er hat es geschafft aus dem Stau. Ich habe 15 Minuten Arbeitsweg, Freunde, und bin später gekommen wie die über 2 Stunden fahren, wirklich. Das ist brutal. Da ist ja meine Wäscheleine fester gespannt hier. Nils hat heute mal richtig gute Klamotten an, muss ich sagen. Aha. Ganz ungewohnt. Keine schöne Hose, ne? Die Gurte, die über Kreuz ziehen, die sind quasi dafür da, um das Auto jetzt auf der Spur zu halten, damit es gerade läuft. Und die beiden sind wie eine Sicherungsanker. Wenn einer von den beiden reißt, hält wenigstens noch einer das straff nach unten und sichert das Auto immer noch in der Spur. Das sind quasi wie Sicherungsgurte hier, die beiden. Und dann haben wir vorne noch 2 Gurte? Genau, vorne noch 2 Gurte. Da es ja kein Allradfahrzeug ist, musst du vorne nur so sichern, weil es läuft ja nicht auf der Rolle vorne, heißt das Auto steht ja starr, um es einfach vorne mit zu verspannen. Wenn du hier spannst und vorne nicht spannst, ziehst du das Auto nach hinten runter. Hitzeschutz für die Abgasanlage? Genau, weil das wird sonst den Gurt durchbrennen. Haben wir schon gehabt. Wenn das ein bisschen Temperatur hat, ja. Ja. Deswegen, wir haben vorhin auch schon erzählt, waren ja schon einige Autos auf dem Prüfstand. Gestern der M4, der war brutal, ja, ne? Ja, und ich heiße, ich bin gerade so BMW-Liebhaber geworden, das ist echt schlimm, ne? Ja. M3, M4, sowas, ich habe richtig Bock auf solche Autos eigentlich. Das ist ein Japaner. Alles komm, sag mal bitte, was die EU an Leistung haben und die Japaner. Ja, die Chaseback, die haben 280 PS, die hatten aber so ein Gentleman Agreement. Das heißt, 280 PS durften die nur alle haben und nicht höher. Und eigentlich streuen sie nach oben. Ich bin gespannt. Und wir haben ja die Abgasanlage, deswegen fährt das Ding ja manchmal in Fuel Card rein. Ne? Und pass auf, wir haben einen anderen Ladeluftkühler, bringt auch was. Genau. Also eigentlich schätze aber ich. Ihr habt keinen Buscontroller, ne? Nee? Nee, haben wir nicht. Das ist ja genau. Genau, also ich, also Frohlix hatte gestern schon mal einen Tipp gegeben, 320. Ich hab 320 gesagt, genau. Ich hatte gesagt so, na, knapp 300. Ich würde auch nicht so hoch pokern. Nee, 300. Maximal. Je nachdem, welche Norm gemessen wird. Wenn es ein 300 hat, ist doch alles schön. Dann willst du, sie hat einen guten Motor gekauft. Gut. Nee, das wird ein spannendes Thema. Jetzt fangen wir erstmal an mit Einrollen. Ja, erstmal schauen, wie die Reifen halten. Erst die Bremse weg. Beim Abtour. Da müssen wir nochmal ran, Freunde.
Ich weiß nicht, ob man sehen kann. Die Hardyscheibe liegt an der Abgasanlage an. Das ist natürlich ein etwas größeres Problem. Ihr seht es schon. Wir hatten hier nämlich etwas Gummiabrieb. Und hier liegt irgendwas bei mir im Bein. Bedeutet, Abgasanlage ab. Klingt eh besser. Die Hardyscheibe von der Kardanwelle lag an dem Schalldämpfer, an dem Mittelschalldämpfer an. Und jetzt hat der Tossi gerade gesagt. Genau, das gab's gar nicht so original. Das haben sie nachträglich eingeschweißt. Genau. Die Blitznür ist normalerweise das nur Ruhe, und um das Auto leiser zu bekommen. Also wäre die eigentlich vom Sound her noch viel geiler. Ja? Jetzt wird's auch besser. Wir sind hier die jetzt ganze Zeit dran. Jetzt wird's super, ja. Ja, das klingt ja schon ganz anders ohne Abgasanlage. Ja? Hier kommt die Frischluft vorne. So, Kumpel, nochmal abschließende Worte. Ich hoffe, jetzt klappt wenigstens alles, und dann können wir endlich mal eine Messung machen jetzt. Jawohl. Messung 1. 356 Ponys. Gelapp. Halt's Maul. Gelapp. 356 PS. Das ist krass. Das war im dritten Gang. Wir machen nochmal im vierten Gang jetzt eine Messung. Hat der irgendeine Umstellung im Motor, dass der 4000... Nee, es ist einfach eine geisteskranke Karre, Junge. Es ist eine geisteskranke Karre. Das heißt Audi nichts. Das war jetzt gerade ein Fuel Cut, also heißt Sprit war weg. Mal gucken, was jetzt geht. 380 PS. Sommersaftig. Weniger Drehmoment, weil er aus dem vierten Gang rausgeschleudert hat. Deutlich mehr, als wir gestern alle geschätzt haben. Also wir waren eigentlich bei 320, war die höchste Schätzung, die kam von mir. Aber dass wir so weit drüber sind, ist natürlich brutal. Wir haben jetzt bei 6000 Umdrehungen kam der Fuel Cut als Patsch. Wie groß ist denn jetzt der Unterschied, den wir im dritten Gang messen? Am Ende nur wenig. Toleranz? Nur wenig. Okay. Aber also ich habe das schon ein paar Mal probiert. Ich hab nur ein paar PS Unterschied gehabt, fast gleich. Ja, das dachte ich mir schon. Weil, vierten hat er nicht gemessen, aber den dritten, ich habe jetzt wirklich richtig ein bisschen Begrenzer getreten. Habe ich vorhin nicht gemacht. Ich bin bei 6,8 rausgegangen und jetzt war ich bei 7,1. Wollen wir den vierten trotzdem nochmal testen? Ja, jetzt geht gerade der Abgleich. Das Problem der Abgleich, hier müssen wir das System nochmal schnell neu starten. 100 PS mehr wie Serie angegeben, Alter. Das ist brutal, ne? Das ist geisteskrank, oder? Ich streue ja schon original nach oben. Das ist ja bekannt bei denen. Gut, aber darfst du vergessen, Abgasanlage ist ein bisschen dicker. Ne? Jetzt ja nur noch eine halbe ungefähr. Ladeluftkühler noch. Aber und Ladeluftkühler. Es ist trotzdem, das macht 100 PS aus. Man müsste halt jetzt wissen, wie viel Ladedruck liegt an. Grundlegend, da es ja original bei euch ist, verwundert es mich schon. Also mit. Ist ja auch bei dir original, bei dem Motorrad. Doch, es kann. Nee, das ist kein Boost-Control. Sicher? Gibt's nicht. Haben wir schon mit viel keiner Thema gehabt. Da ist ein original Steuergerät drin und ist kein Boost-Controller. Also das heißt, sagen, der fährt ganz normal Dosendruck, ganz normal in Serien. Und daher verwundert, also ist schon cool. Aber trotzdem krass, das bestätigt aber das, warum das Auto wirklich so gut geht, komischerweise. Ah, der hat wirklich einen Einbruch trotzdem drin, oder? Siehst du das? Das verstehe ich auch nicht, warum der hat so einen Einbruch und dann kommt auf einmal so. Ja, ja, warum der? Als wie ein Lader oder ein Einbruch. Hier ist das Drehmoment und ab hier geht es dann hoch und dann wird es schön stabil. Ah, weißt du, da geht der Register auf Lade. Das ist natürlich komisch, ne? Ich muss es aber noch korrigieren, es kann sein, dass die 376 PS noch nicht stimmen. Wir sind schon mal weit über 320, das war ja schon mal die erste Frage eigentlich. Ich hab damit gewonnen. Ah, da wirklich, also das ist so krass, hätte ich nicht. Aber gut, hätte auch keiner gedacht. Aber ich muss halt auch sagen, das Auto ging halt auch trotzdem ganz gut. Ja, ich habe ja gesagt, obenrum, finde ich, schiebt der schon. Und das ist gefühlt diese Kurve, wenn der zweite Lader volles Ballett einsetzt. Ich habe auch gesagt, es fühlte sich immer an wie damals bei Toni im RSV5. Da war das auch so, ich dachte, so krass wie die Bedenlader. Mhm. Und da dachte ich, das Auto ist nicht langsamer gefühlt, ne?
eine Supra sind, die macht. Geil. Sag's doch einfach. Ich bin gespannt, wenn wir mal das Pferd drauf stecken. Wir sind ja im Tunnel mal mit der Niki gefahren. Mhm. Muss ich ehrlich sagen, da muss ich mir Ferrari schon ganz schön Banane geben. Neue Messung, nochmal vierter Gang. Mal gucken, wie es jetzt geht. PS, 480 Newtonmeter, aber hier sieht man es ganz gut. Hier ist der Fuel Cut, da war Schluss. So, das war jetzt nochmal dritter Gang, jetzt schauen wir mal, was rauskommt. Jetzt müssen wir theoretisch schon den korrigierten Wert sehen mit den richtigen Reifenmaßen und nach dem Norm. 381 PS, 480 Newtonmeter. Das ist jetzt die verwertbare Messung und die nehmen wir dann auch 380. So, jetzt könnte man das korrigieren noch. Mach das mal. Das ist jetzt 0,98. Ohne Korrigierung, das ist dann halt. Die 700 schaffen wir. Die hier, ne? 381,2. Ohne Korrektur, das ist 390. Ja. Und je nachdem, nach welchem Verfahren man das haben möchte. 365 nach EWG. Hast gehört? Nach EWG 365 PS. Mhm. Das können und 460 Newtonmeter. Gut, das ist ja plausibel, finde ich. Genau, jetzt die Drehzahlgrenzen passen auch im Diagramm. Das hier halt, ne? Aber das liegt ja natürlich. Das ist der zweite Lader, denke ich, der dann richtig mit losmacht. Hier die Radleistung, die grüne Kurve und hier unten ist das quasi der Verlust. Naja, aber genau das ist die Kurve, wo eigentlich der zweite Lader einsetzt. Ja, und hier sieht man das. Das merkst du auch deutlich beim Fahren. Der Supra hat weniger zugetraut, wie sie eigentlich kann. Ne? Schon traurig eigentlich für die Fans da draußen. Wir haben den Wagen von dir gekauft. Hast du für uns angegeben? 280? 290? 300? Ja, 300. Ja, 300. Wäre schön, okay. Habe ich gesagt. Ja. Lieber ein bisschen die Erwartungen ein bisschen das niedriger so, halten. Das hinausschießen. Ne? Geil. Das hat wirklich nicht geahnt. Ja, Opus 320 in dem Öl. Ich habe aber auch niedrig gestapelt trotzdem. Obwohl man trotzdem sagen krass. Muss, einfach vom Feedback, das Auto geht gut. Es fühlte sich besser an. Ich sag mal, den A8, den haben wir auf der Autobahn vernascht. Das war ja. Ne? Als hätte er gebremst. Juri, willst du nochmal deinen Satz gerade eben vorne am Prüfstand zu mir? Ja, jetzt weißt du, warum du beim Polen so gut warst, sagt er. Ich habe 500 PS mit 4 Leuten drin, so schwer, sagt er, und du 83. Das Pferd hat er dir jetzt nicht gemacht. Warte kurz. Wie aussehen. Nils. Denkt 8, grün. Warte mal, denkst du, der hat 500 PS? Der hatte mal 490 und hat er das an meinem Schwarzer hat ein bisschen mehr. Denkst du, der hat das nicht mehr jetzt? Ja, ich bin ja ein bisschen entschärft, weil der ja, Martin, ne, wegen Martin. Martin, der alte Gasfuß, da muss man ein bisschen aufpassen, dann nehmen wir lieber ein bisschen Zündung zurück. Ich muss aber auch sagen, bei 180 bin ich schon halt einfach weggefahren. Bitter. Ja gut, ja, wenn ich im Begrenzer war! Einfach im Begrenzer gerammelt sind. Kann natürlich auch sein, dass der Juri mit seiner Adilette ein bisschen im Gasmetall hängen geblieben ist, ne? Zahlen lügen nicht, habe ich mal gehört. Da sollte eigentlich 2 ausdrucken, der Biber. Dann könnte man ja auch gleich sagen, wenn wir jetzt den Singler aufbauen, ist es ja gefühlt nicht mit doppelter Leistung. Pass mal auf. Wir müssen erstmal festhalten, das war gar nichts. Ich muss sagen, da ist noch ganz viel Luft nach oben. Ja. Wir brauchen wesentlich mehr Leistung. Natürlich. 100%. Wir haben natürlich aber schon einen festen Plan. Wir sind dann ja aus Spaß nach Schweden gefahren. Nee, das ist auch nicht aus Spaß hier. Dazu aber im nächsten Video. Ich würde sagen, wir beenden das schöne Video jetzt mit dem kleinen Abschlussform. Ich sage euch eins, das war der Anfang, Freunde. Danach wird es wilder. Und jetzt denke ich mal, wenn einige Sachen jetzt schief gehen, auch wieder. Jetzt fängt der Punkt an, wo es nicht mehr so lustig wird. Langsam wird es auch dann für mich ein bisschen emotional mit der Supra. Ja. Langsam vorher reise zusammen. Nee, Serie ist okay, aber na, man erwartet ja immer ein bisschen mehr Mauke. Ja, natürlich. Ja, deswegen. Dieser Spruch Mauke. Mauke. Das Problem ist, die Tinte ist halt hier ein bisschen auf dem Papier. Die werfen wir mit dem Laserdrucker. Hast du gerade noch an? Ja. Mach raus. Will ich die Klappe kann man auserkennen? Ist das yo? Ist das super?